Hallo und willkommen zurück zu Lego Fortnite. So wunderbare Dinge warten auf uns, zum Beispiel diese Truhe. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, habe ich schon die ganze Erde und Kacke im Inventar. Das riecht übel, das kann ich euch sagen. So, das haben wir erfolgreich zerlegt. Und jetzt wird's Zeit, endlich mal in die Landwirtschaft einzusteigen. Und das war hier bei Geräte. Ein Beet ist ein Gerät, das solltet ihr euch immer merken. Und dann machen wir mal ein paar. Die müssen aber richtig schön aussehen. So, die müssen auch... Also wir können einige machen. Vielleicht müssen wir Abstand dazwischen machen. Ich habe hier noch nie Beete gesetzt. Sieht eigentlich so relativ gut aus. Können ja auch einen unserer Dorfbewohner mal dazu verpflichten, hier was zu machen. So... Die Frage ist, mach mal 4x3. Ah, beinahe verklickt. Ist das schon okayes Beet? Nee, mach mal lieber noch ein mehr. Dann wird ein quadratischer Schuh draus. Nein, schaut mal, komplett versetzt. So, hier mit meinen Ressourcen. Das geht ja gar nicht. So, hier zuletzt Biete. Bist du diesmal dran? Machen wir es vielleicht von hier, dann sehen wir es ein bisschen besser. Ich würde sagen, das ist ein wunderbares Beet. Offenes Beet hat ein Lager. Ja, pflanzt mal was ein. Denke ich mal, wird sich anbieten. Und zwar Schneebieren. 16 Stück. Wir sind bei... Okay, dann können wir eigentlich noch hier reinsetzen. Muss ich das jetzt echt so machen? Ah. Okay, die produzieren immer nach. Dann... Die produzieren echt immer die Samen nach und es gibt keine neuen Samen. Ansonsten hätten wir hier 16 Stück. Das wäre eigentlich perfekt für ein Schneebierenfeld. Das ist ja blöd, wenn ich das jetzt... jeder reinsetzen muss. So viel Schneebeerensamen habe ich nicht. Dann wächst halt auch nur eine auf einmal. Das ist auch nicht gut. Also wir teilen das vielleicht zwei. So. Können wir das irgendwie... Ach, wir können das theoretisch auch so machen. Ist zwar nicht ideal, aber scheint zu klappen. Dann wachsen die zumindest simultan. Also ich vergesse immer die wieder... zurückzuholen. So. Gibt da bestimmt bessere Techniken für. Ich mag es tatsächlich, wenn das nicht so durchmischt ist hier, sondern ein bisschen zumindest mit Sinn und Verstand Beete zu Beete, dass da irgendwie dasselbe drin ist. Ich denke nicht, dass man es gießen muss. Ich habe noch nie eine Gießkanne gesehen. Ja, schauen wir mal, ob das wächst. So. Ja, das ist ein Heidenaufwand, nur um hier ein paar Pflanzen hinzukriegen. Und wie gesagt, man muss das immer nachfüllen. Wie soll man nur noch 4 Stück? Achso, das sind 5. Das sind 20. Ja, scheiße. Das habe ich jetzt vermasselt. Dann wird ja auch kein Quadrat raus. Sah auch nicht so quadratisch aus. So. Das wären 4x4 ohne die 2, aber ich denke, 5x4 sieht deutlich besser aus. Das heißt, die Samen haben wir uns rausgemobst. Dann machen wir doch hier einfach die zweite Hälfte. Chili. Chili-Samen. Und das können natürlich dann wirklich unsere Dorfbewohner hier pflegen. Dann muss ich jetzt nicht manuell das immer machen. Aber fürs erste Mal, bis sie blühen, wird das hier ja garantiert schön aussehen. Wäre auch die Frage, ob wir einfach hier dann was anbauen könnten. Und wenn wir es nicht ernten würden, ob es immer so aussehen würde. Das wäre ja dann eine richtig geniale Dekoration. Hätten wir da mal ein richtig krasses Feld voller Schneebeeren und Chilisamen. Da müssen wir nicht, können wir es halt nicht verwenden. Aber naja, schauen wir mal. Also, das wäre mein erster Vorschlag. Dann können wir ein Geländer drum machen. Ach, das hätte man vielleicht davor machen sollen. Damit ich weiß, wie viel wir brauchen. Ich weiß auch nicht, wie man eine Ecke hinbekommt.
Das finden wir jetzt gemeinsam raus. Also nicht Möbel, Bauteile, Zäune. Rustikales Geländer. Das sieht aus wie eine Ecke. Das sieht gut aus. Würde ich mal behaupten. Plankengeländer. Kommst du ran? Ist ein bisschen nah für meinen Geschmack. Vor allem ist das das Kleine. Machen wir das nochmal weg. Vielleicht können wir ja ein größeres machen. Das ist echt ein bisschen hier knapp an der Grenze. So, dann müsste man das natürlich auf der anderen Seite auch noch machen. Kommt da wieder dieses schöne Lineal. Ja, nicht. Na, annähernd. Ab und zu kommt's. Manchmal auch nicht. Da ist es wieder. Da ist es wieder weg. Na gut, ich schätze aber, so rum wird ein Schuh draus. Jetzt passt es nur nicht. Doch. Das sieht jetzt aber scheiße aus. Wieso ist das denn jetzt wieder versetzt? Ach, dann machen wir es ohne Zäune. Das finde ich schade. Ich würde das eher so mögen, wie es in Valheim ist, dass man das irgendwie auf dieselbe Ebene bringt. Und ja, dann ist halt ein Teil unter der Erde, aber dann sieht es zumindest schön aus. Oder wir können das probieren, so zu machen. Nee. Ja, da konstruktionstechnisch macht es natürlich Sinn, dass hier eine Stufe wäre, aber ich hätte tatsächlich gern einfach auf gleicher Ebene dran kleben. Dann machen wir keinen Zäunen drum. Dann ist es halt so. Aber ich finde trotzdem, dass das was hermacht. So, dann können wir noch mehr Beete anlegen. Kann zumindest nicht schaden. Boah, da können wir noch 20 Stück machen, also nochmal dasselbe. Wo machen wir die am besten daneben? Ich weiß auch nicht, ob Mobs damit hier irgendwie interagieren können. Vielleicht hier so ein Gemüsegarten davor noch. Warum denn nicht? So, 1, 2, 3, 4. Und dann noch, damit es 5 werden, 5 mal in die Richtung. Jetzt ist es dieses Grid wieder da. Das finde ich relativ praktisch. Könnte immer da sein. Also hier ist es gerade zumindest relativ zuverlässig. Das gefällt mir. So, da machen wir uns aber keine Mühe, einzelne Samen reinzutun. Das müssen die Dorfbewohner irgendwie hinkriegen. Da steckt mal einfach alles rein, was wir haben. Dann wird nachproduziert. So, jetzt wird ein Feld raus und den können wir auch noch setzen. Schön, dass es direkt aufgegangen ist. Oh, da liegt Fleisch rum. Und ein Knochen. Und eine Feder. Da hat es wohl ein Hühnchen nicht so leicht gehabt. So, hier mit den Samen. Prinz Löwenherz ist immer noch da, oder wie er heißt. Was liegt denn da? Ach, das ist nur so ein Knäuel, mit dem ich nicht interagieren kann. Ah, das wächst und gedeiht hier schon prächtig. Hätte gedacht, das dauert ein bisschen länger. So, dann wollen wir das mal wieder hier reintun. Erde können wir jederzeit durch Schaufeln bekommen. Dann tun wir die Schaufel dazu. Wissen wir schon, wo sie ist. So, was haben wir denn noch? Alles eigentlich. Wir haben ja 20 Plätze. Und das werde ich definitiv nur in 1 jetzt setzen. Das heißt, wir haben noch einige Plätze frei. Da müssen sich die Dorfbewohner dann, wie gesagt, drum kümmern. So, Kürbisse. Ja, platzieren. Gut, Himbeeren, warum nicht platzieren? Gibt halt dann immer nur eine Pflanze von was auf einmal, aber das ist ja besser als keine Pflanze. Weizenkorn. Gut, das hätte man tatsächlich halbieren können. Chilisamen. So, ich würde sagen, alle Samen versorgt und für das Restliche fehlt halt Diversität an Samen. Wir haben hier eine Angel. Die wird sich gleich als sehr nützlich erweisen, weil da leuchtet es immer noch so schön pink. Da wollen wir der Sache mal ein bisschen auf den Grund gehen. Schmeckt das gut. Aber das wird soweit. Ja, vielleicht war das hier ein bisschen zu zentral, weil da vor dem Haus gefällt es mir richtig gut.
hier so mittendrin, weiß ich nicht. Das müssen wir vielleicht nochmal alles, sobald die Pflanzen mal gediehen sind. So. Nochmal umsetzen. Das funktioniert ja schon. Hier unter! Ah, ich muss das halten. Hab lange nicht geangelt in dem Spiel. Vielleicht haben sie die Mechanik auch verändert, obwohl ich glaube nicht. Ich muss nur gedrückt halten. Sehr schön. Was bist du für ein Kavenzmann? Du bist ein orangener Zappler. Hätte ich doch sofort erkennen müssen. Wir können auch bessere Angeln machen. Dafür haben wir sogar, glaube ich, Ressourcen. Ich finde, die funktioniert auch relativ gut. Es sei denn, die bessere Angel sorgt entweder schneller dafür, dass wir was fangen, oder die sorgt für seltenere, mehr seltene Fische. Da ist aber schon wieder ein legendäres Ding. Denke ich zumindest. Nein. Blauer Schlörfisch. Ein Fisch, der an verschiedenen Orten im Untergrund zu finden ist. Kann zu Fischfilet und Schlürfsaft verarbeitet werden. Na, das ist mal eine Ansage. So, ein bisschen ins Wasser gehen. Dann kommen wir vielleicht einen Tick näher hin. Auch wenn das nichts bringt. Aber dann können wir uns wie ein richtiger Angler fühlen, der nasse Flossen bekommt. So. Nochmal ein oranger Zappler. Rein mit dir. Also das Angeln ist eigentlich relativ idyllisch hier. Noch zwei, drei Fische, aber und dann macht man irgendwas Spaßigeres. Ich finde zwar spaßig, aber ihr sollt mir jetzt nicht nur beim Angeln zusehen. Auch wenn das echt, echt entspannend ist. So, dann müssen wir uns aber noch überlegen, was wir als nächstes machen. In irgendeine Höhle gehen. Wir müssen zumindest ins Frostgebiet in der Kiefernholz bekommen. Und dafür müssen wir uns ein bisschen ausrüsten. Das ist so das Nächste auf der Agenda. So, ein Fisch noch, dann kommen die schön in die Kiste. Und dann überleg mal, was zu tun ist. Zu tun gibt es immer was, aber was als nächstes ansteht, das müssen wir eben jetzt entscheiden. So, Fischkiste, da kommen die noch rein. Könnte man auch mal grillen. Inventar muss auch noch ein bisschen geleert werden. Hui, wann ist das passiert? Schaut mal einmal nicht hin. Ihr seid schon alle fertig. Soll das ein Witz sein? Es geht ja hurtig. Okay. Das heißt, die Pflanze bleibt tatsächlich da und hat dann irgendwann neue Früchte. Ja, dann müssen wir hier nochmal umdenken. Das heißt, Samen gehen gar nicht verloren. Das ist praktisch. Das ist gut, dass wir das rausfinden. Dann können wir da wirklich Weizenfelder und sowas machen. Das ist gut. Das freut mich echt, dass es nicht so gemacht haben, wie ich initial dachte. Das ist dann eine ganz, ganz geniale Mechanik. Und ja, 10 Schneebieren und scharfe Chilis. Hierfür braucht man trotzdem ein paar Schneebieren-Samen mehr, aber die kriegt man schon. So, erster Punkt auf der Tagesordnung, der jetzt ansteht. Wir brauchen einen Begleiter mit einer vernünftigen Waffe. Und was haben wir dann an Waffen, die wir machen können? Langschwert mit 8 Kupferbahnen, das wäre es mir eigentlich wert. Fackel kommt hier rein, sonst sehen wir nichts. Da sind nur 2 drin, wir haben kein Brightcore mehr. Tja, dann läuft es für meinen Begleiter wieder auf ein Billu-Schwert raus, beziehungsweise auf halt hier das Langschwert. Knorrenwurzelstäbe, da sind noch welche. Sollten wir natürlich auch noch eins machen. Wo haben wir's? Da ist es ja. So, dann treibt man nochmal 2 auf. Oh, da waren 30 drin. Das ist praktisch. Schwert. Nicht, dass es sich beschwert. Vielleicht wird das der Episodentitel. Den finde ich so dämlich. Reflexionsglückbringer. Genau, den Vendetta-Zappler haben wir nicht. Was braucht man für so eine Angel? Zeeholzstab, Kordel, Wollfäden und Sandklaue. Eine starke Angel, mit der man Fische fangen kann. Lass nur deinen Ärger davon schwimmen. Ich weiß jetzt nicht, was der Unterschied hier ist, aber die sieht schon edler aus, die blaue hier. Genau, für die Spitzhacke braucht man Frostkieferstäbe.
Haben wir irgendwas, was so richtig schön warm hält? An Konditionen. Wellenbrecherschmuck erhöht die Schwimmgeschwindigkeit. Oh. Unsterblichkeitstotem belebt den Träger. Ach, das kennen wir schon. Ist sowas wie Last Stand. Da kommen wir noch einmal zum Leben. Wenn wir mal drauf gehen. Regenerationsschmuck bin ich großer Fan von. Aber da muss man Ungetüme ausschalten. Dann Widerstand gegen heiße Temperaturen braucht man nicht. Hier Glücksbringer des inneren Feuers. Explosionskern, Wollfäden, kein Problem. Geschliffener Rubin haben wir, glaube ich, auch noch. Brightcore 8 wird ein Problem. Geschliffener Rubin, da haben wir nur 3. Ja, dann ein Problem. Die müsste man suchen, aber ich denke, wir kommen auch ohne das erstmal zurecht. Was für eine Kiste kann ich denn noch temporär hier reinbauen? Ich weiß, temporär ist immer so eine Aussage, aber vielleicht wirklich nur temporär. Vielleicht auch längerfristig, das findet man dann schon noch raus. So, Knochenwurzelstäbe. Intelligentes Deponieren. Okay, T drücken bringt aber nichts. Ja, dann würde ich sagen, kommt alles, was annähernd wertvoll ist, da rein. Scharfe Chili müssen wir mitnehmen. Ziehe Holz rein, alles rein, alles rein. Boah, die kann doch sicher noch eine Kiste machen. Temporäre zweite Kiste. So, müsste man nicht alles mit uns rumschleppen. Die braucht man natürlich. Die. Wo ist meine gute Axt hin? Habe ich die irgend. Hä? Wir hatten doch eine Kupferaxt. Hab ich die irgendwo reingetan und kann mich jetzt nicht mehr erinnern, wo? Die wird doch nicht weg sein. Schneebeeren. Die braucht man dann zum Shake machen. Die braucht man aber jetzt nicht aktiv. Wolfieden braucht man auch später. Ach, was will's? Kommt erstmal da rein. Chilis braucht man. Okay. Bin jetzt tatsächlich nur wegen meiner Axt irritiert. Wo ist meine Axt? Nein. Die war so teuer. Hier nicht, hier nicht. Ah, da haben wir alles reingetan, das ganze Inventar. Das erklärt ein bisschen was. So, Baguette nehme ich gerne mit. Schneebiere braucht man gerade nicht. Waldaxt braucht man unbedingt. Schwert haben wir einen Ersatz, wenn auch kein gutes. Milch nehmen wir nicht mit. Dynamit, den nehmen wir mit. Oh, hier gäbe es noch Kupferbahn. Was wollte ich mit Kupferbahn machen? Besseres Schwert für meinen Begleiter. Au contraire, mache ich vielleicht ein besseres Schwert einfach für mich. Holz können wir erstmal. Ach, das nehmen wir mit. Wir haben hier eine Holzkiste, genauso wie eine Steinkiste. Und noch ein Ersatzschwert. Und der Rest kann da drin chillen. Hey, damit könnte man aber nochmal große Kisten machen mit der Obsidian-Tafel und der Kupferbahnanzahl. Ja, ihr könnt es auch lassen. So. Große Kisten brauchen wir ja später wieder. Aktuell sieht es hier ganz gut aus. So, dann würde ich ausnahmsweise das wieder reinlegen. Werde mich dann wieder nicht dran erinnern, was ich gemacht habe. Und dann werde ich heulen, wo mein gutes Zeug ist. Ah, das sehen wir. Die Angel kommt ausnahmsweise auch da rein. Viele, viele Ausnahmen heute. Ah, Dynamit, Dynamit, Dynamit. Passt, 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 passt. Oh, der Greifer ist eigentlich praktisch. Den würde ich auch gerne dabei haben. Vielleicht eher hier rein. Fleisch lassen wir da. Gut, das tauschen wir dann nach Bedarf aus. Das kommt hier hin, damit es mein Begleiter erstmal bekommt. Und mein Begleiter wird der tolle Lux, der so schön RGB-mäßig halbwegs leuchtet. Ja, ja. Ja, ja. Lass uns über Jobs reden. Hilft dem Dorf. Gehen wir auf Erkundung. Fortfahren. Fortfahren. Nochmal reden. Hier, nimm Langschwert. Nicht zu danken. Vielleicht sollte man dem auch mal eine Fackel geben. Nochmal ein Levelausstieg. Ja, das ist hier ein Clusterfuck an Sachen. Da können wir schon monotone Felder machen. Also Sachen, die nur ein Ding drin haben, meine ich. So, Schwerter. Welches Schwert hat er denn genommen? Irgendeins im Inventar. Na gut. Sei es drum, wird sich dabei schon was denken. Ich steck mir noch ein paar Chilis in den Hintern und dann kann's losgehen. Richtung Eiswelt. Scharfe Chili. Das wird nicht für viel reichen, aber vielleicht für ein bisschen.
So, was brauche ich eigentlich für einen Wegmarker? Das war gar nicht so viel. Granit. Dann auf nochmal zum Granithaufen. Dann nehmen wir einen Stapel mit. Seitdem wir den schönen Kompass jetzt oben haben, lohnt es sich vielleicht mal, diese Marker zu setzen. Da müsste man nicht immer schauen auf der Karte, wo wir hin müssen. So, was ist Frosthöhle? Ist das schon eine? Die sieht auch schon... Na, ich denke eher, das ist eine. Na gut, auf geht's. Auto haben wir gerade nicht hier. Das steht noch an der Dingshöhle, an der hitzigen Höhle. Gleiter kommt mit. Das ist fantastisch. So, auf ein Abenteuer. Genau geradeaus. Wir halten direkt drauf zu. Und dann platzieren wir da einen Marker. Wäre jetzt zumindest mal meine Idee. Wird schon schief gehen. Und dann setzen wir uns da hinten auch noch kurz ein Bett, falls wir respawnen. Was wir eventuell müssen, ich weiß es nicht. So gut hat es im Eisbiom jetzt nicht geklappt. Aber erstmal diese Euterviecher hier melken. Ja, ich brauche eure Milch. Kann das nicht auch ein Dorfbewohner machen, täglich rausgehen und schauen, ob er Kühe melken kann? Das wäre hilfreich. Auch eine Fee. Och nö, nicht wirklich. Du hattest bis jetzt nicht so tolles Zeug da. Da kann man die, glaub, geflissentlich ignorieren. Da war es, wo wir mal gestorben sind. Immer noch nicht eingesammelt, weil da nur Mist war. Oh, eine Pinata. Vielleicht wollte die Fee uns dahin führen. Aber wir haben so gefunden. So, die können wir auch streicheln. Wird sie explodieren? Finde ich ein bisschen makaber, aber warum nicht? Yay! Pikanter Burger. Schneebeeren-Shake. Schaufel und Dynamit. Das Dynamit nehme ich. Yo! Au! Ich habe es Ausweichen wieder verlernt. Was machen denn die ganzen Wölfe hier? Ach, Schafe angreifen. Also nicht die feine englische Art. Obwohl eigentlich schon, wenn ich es mir so recht überdenke. Unschuldige Leute angreifen. Kolonialisierung. Nur da waren die Briten nicht ihr Bestes selbst. So, wo kommen eigentlich Samen her? Also, wieso ist das Schaf verwirrt? Wieso bist du verwirrt, mein Freund? Ah, okay. Wolle gibt's trotzdem noch. Und den Wolf machen wir mal platt. Wir müssen ja unsere Schäfchen beschützen. So. Noch ein Wolf. Dann schreit sich ja wieder einer nach dem anderen ein heute. Her mit deinem Fleisch, ich hab Hunger. Obwohl, ich nehme lieber was Gebratenes. Stopfen wir uns wieder ganz voll. Ja. Annähernd ganz voll. So, wird's schon wieder dunkel. Davor will ich aber die Höhle erreichen. Ich glaube, das war das Gebiet, wo wir aufs Maul gekriegt haben. Nee, das war's noch nicht. Oder? Nee, ich glaube, das ist noch ein bisschen weiter im Schneebiom gewesen. Also nett war das da echt nicht. Ja, mir ist kalt, ich weiß. Oh, können wir die mitnehmen? Scheiße. Das wäre jetzt echt genial gewesen, so eine riesige Kiste zu haben. Naja, man braucht ja auch Träume im Leben. So, Schneebären. Boah, sammeln wir halt trotzdem ein. Höhle voraus und Höhle nach rechts, aber wir nehmen die voraus. In der Hoffnung, dass wir Kiefernholz finden. So, Chili sollte ich eventuell jetzt schon ausrüsten. Ist mir warm. Ist mir warm. Oh, danke für die Kiste. Die darf ich mal wieder selbst durchsuchen. Spawnt wahrscheinlich wieder Feinde. Ja, warum nicht? Warum auch nicht? Komm schon, öffnen will ich dich jetzt trotzdem. Was ist denn hier drin? Käse? Warum nicht? Und Kürbiskern brauchen wir gerade nicht. Wo seid ihr, Jungs? Irgendwer schießt mit Pfeilen. Ach, da unten sind sie.
teilen wieder gut aus. Die teilen wieder gut aus. Da muss ich kurz ausweichen. Nein! Ich habe noch kein Bett aufgestellt, lass mich in Ruhe. Ich glaube, das ist dann auch schon Eiswolf. So. Wir fressen erstmal ordentlich was. Ein Baguette. Immer hier damit. Boah, die Jungs sind echt hammerhart. Wie lange brauchst du, um das scheiß Baguette zu fressen? Dynamit. Löst so sämtliche Probleme, die ich habe in dem Spiel. Wenn ich treffen würde. Wo ist eigentlich mein Begleiter hin? Und wo sind die Jungs hin? Ah, Begleiter ist da. Jagt mir einen halben Schreck noch ein, warum nicht? Kann man ja mal machen. Mit mir kann man es machen. Will ich wirklich jetzt mein Dynamit schon raushauen? Na, auf wen haust du? Oh, Eisdino. Nicht gut. Nicht gut. Die betteln sich gegenseitig. Da ist nicht viel von dem Ding da geblieben. Der wird mich doch nicht angreifen wollen. Kollege. Und damit haben wir jetzt nicht gerechnet. Dafür sind wir definitiv nicht ausgerüstet. So, die kommen da rein. Kann nicht schaden. Eiswolf. Eiswolf. Ja. Komm näher. Lux, haut drauf. Ich hab dir extra was gegeben. Wieso mit Spitzhack? Ah, schwer. Nee, das war noch kein Eiswolf. Bisschen gemischt wolfig hier. Oh, nee, verkehrt. So, da ist definitiv eine Höhle. Das ist ein Eiswolf. Ich erinnere mich. Lux. Ich glaube, ich muss Charlie wieder ausrüsten. Ich habe so Angst, warum auch immer, dass ich jetzt drauf gehe, ohne einen Spawnpunkt gesetzt zu haben, mit all meinem guten Zeug. Komm schon. Wofür hat man denn Begleiter? Boah, das Schwert macht aber auch nicht so viel Schaden. Hui. So. Tagesordnungspunkt, Bett aufstellen. Bett aufstellen, Bett aufstellen. Ja, ich möchte auf jeden Fall hier spawnen. Definitiv im kalten Morast. Und du haust jetzt mal ordentlich auf die Feinde zu. Nicht nur einstecken, so. Scharfe Chili. Wunderbar. Vielleicht machen wir hier direkt ein Lagerfeuer hin. Ja. Gut, wir könnten Wegpunkt hinsetzen. Och, was soll's. Warum nicht? Kartenmarkierung, Totenkopf passt. Mine kalt bestätigen. So, dann schauen wir mal, was da drin auf uns wartet. Kiefer? Kiefernholz? Bist du Kiefernholz? Da ist vielleicht Kiefernholz. Sieht aber wie normales aus. Au. Das ist ein normales Holz. Das geht relativ geschmeidig ab. Das kann nicht besonders gewesen sein. So, Treppe, Treppe, Treppe. Nochmal Treppe. Wo habt ihr das gute Holz versteckt? Das ist aber eine geile Höhle. Sieht richtig gut aus. Geh doch selber hoch. Hier kriegt man auch Brightcore. Inventar ist voll. Das kommt raus. Das kommt rein. Komm schon. Das ist alles normales Holz, wenn ich das richtig sehe. Chili. Warum nicht? Nehme ich doch gern mit. So, das kommt dahin. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Dann haben wir wieder Platz im Inventar. Ja, ja. Kälte. Kälte und so. Wer kennt's nicht? So, gute olle Chili gegessen. So, ich sehe noch kein besonderes Kiefernholz.
weiß, dass mir kalt ist und ich weiß auch, dass da ein Skelett war. Ich weiß nicht, wo ich schönes Holz herkriege. Die Axt hätten wir. Jetzt aber tief runter. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Rutt mir nicht aufs Maul. Ich mag die Eishöhlen. Was ist denn das? Das wird Eisen sein. Hau drauf, Kollege. Oh, so schlimm ist er nicht. Ein Skeletthund. Ein Skelettmuffi. Na also, das ist Teamwork. Oh, verfluchter Knochen. Verflucht noch eins. Leiter. Und hoffentlich können wir schon abbauen. Scheiße. Mit der Spitzhacke noch nicht. Wo kriege ich denn dieses dämliche Kiefernholz her? Vielleicht nicht mal aus der Höhle. Vielleicht kriege ich das einfach von Kiefern her. Da habe ich aber noch nicht mit gerechnet. Was hast du da fallen lassen? Roher Rubin her damit. Ja, bitte. Komm mit, Lux. Ich will das nur aufheben. So, Chili will ich essen. Okay, Eisen haben wir, glaube ich, schon mal gefunden. Können wir natürlich noch nicht abbauen, weil ich dämlich bin. Na, dann gibt es Kiefern wirklich wahrscheinlich eher oberflächlich. Mensch, ist das eine riesige Eislandschaft hier. Riesige Höhle. Böse Bandidos. So, nur nicht zu greedy werden und mein Schwert geht gleich drauf. Sehr gut. Hui. Dann versuche ich mal den Ausgang zu finden. Irgendein. Muss nicht explizit der sein, durch den wir rein sind. Ab diesem Punkt zählt wirklich jeder Ausgang ist recht. Oh, was ist denn da hinten nochmal so ein verfluchtes Ding? Der teilt auch ganz schön aus. Ja, da ist so ein verfluchtes Ding. Ich nehme Schwert. Dass sich niemand beschwert. Und Dynamit kommt geflogen. Das ist wunderbar. Was? Sind die Typen krass drauf? So. Wie macht man das jetzt am besten? Wie machen wir das am besten? Einfach schnell rein und aufs Beste hoffen? Das war richtig tief drin. Das ist richtig scheiße jetzt gelaufen. Wir schauen mal, aber wir halten es eigentlich keine 15 Minuten hier aus. Keine 5 Sekunden eigentlich. Ja, wir müssen hier raus. Das hat so keinen Wert. Ah, das ist jetzt richtig dämlich gelaufen. Aber dass ein Rucksack ist, wird es wahrscheinlich da liegen bleiben. Na gut, da müssen wir eine Strategie erarbeiten. Ich würde auf jeden Fall sagen, das reicht schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wie es weitergeht und ob wir unser Zeug zurückbekommen, erfahren wir beim nächsten Mal.